In der Baubranche ist ja der Arbeitskräftemangel extrem hoch und in den letzten Jahren war es ja fast unmöglich, einen Mitarbeiter zu finden. Daraufhin gibt es ja dann noch dieses andere Problem, dass Mitarbeiter, die langjährig am Bau arbeiten, dann früher oder später auch eine Einschränkung bekommen können. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kann man sie im Betrieb halten, dass es für den Mitarbeiter passt, aber auch für den Betrieb passt. Auf alle Fälle sollte man die Hilfe in Anspruch nehmen, die einem zur Verfügung gestellt wird. Wir als Unternehmer haben sehr oft nicht die Zeit und auch nicht, vor allem nicht das Wissen, was gibt es überhaupt alles am Markt. Und wenn man sich dann diese Hilfe holt, dann werden immer neue Wege aufgerufen und dann sieht man auch, okay, ja, mit den und den Bedingungen kann ich den Mitarbeiter halten. Und das ist ja das Wichtigste.